Hallöchen Leute und grüßt euch zu unserer Pro-Cycling-Karriere mit dem guten alten Zabel. Beim letzten Mal haben wir das Kopfsteinpflasterrennen hier gewonnen, Eggman Cycling Race, bei der ersten Etappe der Deutschland-Tour. Jetzt nicht total versagt, aber ich denke mal, das hätten wir gewinnen können, wenn ich einfach ein bisschen später losgesprintet wäre. Das hat ja fast gereicht, aber dann nicht ganz. So, jetzt als nächstes stehen hier die beiden Kracher-Etappen der Deutschland-Tour an, die beiden Hügel-Etappen. Danach kommt auch nochmal eine Flach-Etappe und ein Zeitfahren. In dem Zeitfahren können wir natürlich nichts reißen. Ja, die bekommen hier wieder die streben den Eintritt ein, ne? Ich wollte schon wieder einstellen. Wenn ich meine Brille nicht aufhabe, in die Continental Pro Division an und die kriegen das Einschnitt im Budget. Können wir löschen. Und ich habe hier was Cooles gesehen. So, Platzierung, Team Index, genau. Hier habe ich rumgeguckt und jetzt guckt mal hier unten. Da ist unser neues Team. Continental Pro, Continental Pro. Aber das ist hier genau an der Kante. Ich weiß ja nicht. Noch ist der Transfermarkt offen. Wenn sie sich noch einen besseren Fahrer holen, dann geht hier der Stern nochmal nach oben und dann könnten wir vielleicht in unserem neuen Team in der World Tour starten. Das wäre natürlich nice. Eine Sache tut mir allerdings echt ziemlich leid, weil die mir echt gut geholfen haben. Guckt mal hier. Ich denke mal, das liegt ein bisschen daran, dass ich abhaue. Mein derzeitiges Team wird wohl in die Continental absteigen. Tut mir leid für die Leute, ne? Die haben mir echt gut geholfen. Unsere Ericssons, unsere Pattersons. Aber so ist das manchmal, ne? Man muss ja gucken, wo man selber bleibt, ne? So, nächste Etappe der Deutschlandtour. So, Team Vorarlberg kriegt auch einen Einschnitt. Ah, schade, dass hier nicht Total Energy soll Verstärkung erhalten. Steht. Das wäre toll gewesen. So, und naja. Also vor diesem Ende hier graut es mir als Zabel natürlich schon. Ne, der ist zwar auch nicht ohne hier, der, aber da wird noch nicht so hohes Tempo gefahren wie hier hinten. Also der hier, der wird für mich schon übelst. Also mal gucken, ob er sich auf der kleinen Abfahrt entspannen kann. Ja, mal sehen. Und dann geht hier auch noch 250 Kilometer fast. So, und da ist ein Interview mit Erik Zabel. Das lese ich euch natürlich selbstverständlich vor. Wir sind hier zweiter Favorit. Oh lalei. Gott, müssen hier schlechte hier. Der hat 76 am Hügel. Wie soll ich in dem hinterher fahren? Naja, vielleicht hat er zum Glück schlechte Form oder so. So, jetzt aber. Sie werden als Favorit für diese Etappe gehandelt. Was meinen Sie, können Sie sie gewinnen? Man braucht ein wenig Glück, aber mein Name wird nicht zufällig so oft genannt. Ich bin gut in Form, genau wie mein Team. Wir sind also sehr optimistisch. Wissen Sie schon, wo Sie angreifen werden? Ja, das weiß ich gar nicht. Ich werde mich auf den Sprint verlassen. Ja, ich habe da so eine Vorstellung. Mal sehen, wie das Rennen läuft. Aber wenn ich die Eröffnung meistere, dann weiß ich, wo ich meinen Versuch starte. Ja, werden wir mal gucken. Bis gleich. Ladies and gentlemen, welcome. The profile of the route is a fairly mixed bag, so everybody should find a section to their pleasing. Jo, dann herzlich willkommen zur zweiten Etappe der Deutschlandtour. Jetzt stehen zwei Hügeletappen hintereinander an. Wir haben zum Glück plus zwei Formen. Das ist schön. Strömender Regen. Haben wir ihn endlich mal wieder. So, Brand. Brustiergrat ist ganz gut. Au, hier, Wettendorf. Auf jeden Fall der Beste. Alversen auch gut drauf. Würde ich sagen, ich nehme mir erstmal den Brand. Wer war jetzt hier schlechter? Du warst Wettendorf. Dann am besten Ostergaard oder Iverson. Ich würde ja sagen Iverson. So, haben wir denn irgendeinen von denen schon vorne? Ja, Ostergaard ist vorne. Kann er bleiben. Bettendorf. Kann ruhig ein bisschen weiter vorfahren. Und ja, Iverson auch. So, wir stehen auch schon ganz gut. Der geht's los. Dann hoffen wir mal, dass wir hier was reißen können. Das Ende ist natürlich ziemlich hart für Zabel. Ja, ist schon
hinten. Oh boy, they're attacking a long way from home. Zabel steht, glaube ich, schon ganz gut. Der könnte mal in die Action Cam gehen. Quatsch, knapp daneben ist auch vorbei. Drei weg, zwei hinterher. Das mag das Feld aber anscheinend schon nicht. Oh, 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 Bettendorf. Nein, was willst du denn, ey? Mach dich weg. Ich muss auf jeden Fall doch noch mal ganz kurz hier mein Team angucken. Der war auch schon auf dem Weg nach vorne. Several riders are attempting to break away. The pack is increasing its work rate. Für Some teams can't be happy with the breakaway. Nach vorne fahren. Und das reicht mir jetzt auch. So. Ja, the escapees have surrendered. The pack gave them no chance. A small group of riders are trying to get clear of the bunch. So, und dann geht die Schose wieder von vorne los. Ja, zum Glück, das Motorrad ist immer noch vorne. Oh nein, 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 fällt! Nicht das Motorrad überholen. Oh, sie machen es. Ah! Motorrad kann auch mal Gas geben. Okay, die beiden waren akzeptabel. Gucken wir mal das nächste. Ja, das ist nicht akzeptabel. Da gehen sie sofort aus dem Sattel. A couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't have anybody in the breakaway group. Ja, vier weg. Guck mal, ob es noch einer versucht. Der sieht aber erstmal nicht so aus. Boah, ey, haben wir ein Glück, dass wir gute Form haben. Das katapultiert unseren Hügel erstmal auf 73. Sprint auf 80. Tja, das scheint's gewesen zu sein. Tja, mein Team ist schon vorne versammelt, da können wir direkt in den Sepp gehen. Den Kategorie 3 Hügel hier, den gucken wir uns natürlich an, weil er müsste normalerweise eigentlich das Feld schon auf leichter Tempoerhöhung sein. Dann können wir mal gucken, wie das bei Zabel so wird. Oh, 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 Sturz. It looks like the pack has bitten the dust collectively, but the riders would seem to be okay to carry on. Zum Glück irgendwo hinter uns. I see a rider with a flat tire. It's happened at a very bad time. Wir sollen doch auch hier irgendwas reißen, ne? Kann ich das eigentlich hier sehen? Das können wir hier nicht sehen. Bitte mal die Karte. Es geht von Bonn nach Trier. Ne, was mein Team will, das kann ich hier nicht sehen. So. Kriegen wir hier die Ausweisergruppe noch? Da sind sie. Fangen an zu sprinten. Jo, alle noch zusammen. Und das Feld hat auf jeden Fall das Tempo schon erhöht. Oder sieht zumindest so aus. Na obwohl, jetzt geht der Abstand wieder nach oben. Ich denke mal, wassertechnisch können wir den Hügel auf jeden Fall noch mitnehmen. Kleinen Weg. Noch Sepp mir, bis nach oben geht.
rider has a flat tire. Let's hope he is helped out quickly. Ja, Platten so kurz vorm Hügel, das ist natürlich auch ätzend. So, jetzt geht's gleich hoch. 4,5 Minuten im Moment. Mal gucken, wie es dann ist, wenn wir oben sind. Puls noch im weißen Bereich. The breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. Na, sie fahren schon Tempo, aber das ist für Zabel doch akzeptabel. Kommt noch gut mit. The pack is beginning to cut the lead. The Entente in the escape group is far from cordial. There are a couple of riders who want to go it alone. Und ach ja, ich hatte ja gesagt, dass wir hier jetzt die nächsten beiden Verbesserungen auf den Etappenfahrer geben. Wir ein bisschen besser am Berg werden, besser in der Regeneration. Das werden wir brauchen, wenn wir die großen Touren fahren. Dann Zeitfahren werden wir auch gleich ein bisschen besser. Und dann hatte ich ja gesagt, dann den Kopfsteinpflasterfahrer auf 82 bringen. Nee, wir werden ihn dann direkt auf 83 bringen. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Wollte nur den Kommentator ausreden lassen. Denn das braucht man, um bei den Sternen auf 6 zu kommen. Das habe ich jetzt bei meinem Hügelfahrer gesehen. Den habe ich nur bis 82 hochgelevelt. Und der hat eben nicht volle Sterne und alle, die volle Sterne haben, haben irgendwo einen Wert mit 83. Denn das ist halt wichtig, um in den Teams auch bei seinen Rennen dann Kapitän zu sein. Weil das sehe ich immer an meinem Hügelfahrer. Da ist dann der eine in dem Team, der hat irgendwie 83, glaube ich, in der Beschleunigung. Ist aber ansonsten deutlich schlechter wie ich. Steht aber in der Rangliste vom Manager, steht er über mir. Und das wollen wir natürlich mit unserem Zabel nicht. Ist immer gut, wenn ich das mit den anderen Fahrern, die ich fahre, durchteste, dann kann ich das hier bei Zabel ein bisschen optimieren. So, ja, viel gequatscht mal wieder, vergessen Wasser zu holen. Noch blinkt zwar keiner, aber wir sollten so lange mal in Angriff nehmen. Und naja, ich denke mal, bis zum Finish können wir durchsetzen. Bis hier, ne, zum richtig krassen Kategorie 3 Hügel, der sieht auch echt übel aus. Ich glaube, der schlimmste Anstieg, ja. Das ist der schlimmste Anstieg. Zwei Kategorie 3 Hügel weiter, der hier, der ist auch noch mal crash in the pack, but it doesn't look too serious. Der eine the has got more than a good lead. The pack is going to have to react. Eine üble Spitze hier. Ist auch schon krass, ne, dass der hier noch als Bergwertung gewertet ist, aber der davor, der deutlich übler ist, der ist kein Bergwertung. Ja. Das Wasser ist alles schon da. Dass der deutsche Meister hier, ne, in Deutschland was reißen kann, in Trier. Geht's auch noch mal ganz übel hoch. Ja, wir nähern uns in 6 Minuten. Mit großen Schritten. Na, jetzt geht's wieder runter. Weil so tipptopp ist hier mein Team nicht, dass ich hier großartig Führung machen kann. Na, jetzt nähern wir uns aber so langsam in 5 Minuten, noch über 100 Kilometer, alles im Zeitplan.
also wie das aussieht, Entschuldigung, oh, nochmal Entschuldigung, müssten wir wohl noch zweimal Wasser holen. Ey, dann mal mitten so in den Hügeln. Boah, das kann natürlich ätzend werden. Am besten so lange wie möglich jetzt erstmal weiterfahren. Können wir das zweimal holen? Vielleicht umgehen. Rick Zabel hat einen Platten. Unfassbar. Komm hier, ein bisschen noch. Ein bisschen noch, ein bisschen noch, ein bisschen. Ich hoffe, er schafft es dann auch noch vor diesem krassen Hügel. Und los. Aber Rick Zabel ist auch wieder im Feld drin, alles gut für ihn. So, und jetzt dann quasi geht das Rennen jetzt richtig los. Zack, voll Power. The breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. Das ist auf jeden Fall der übelste Anstieg. Nicht langsamer werden. Du musst an diesem Hügel wieder nach vorne fahren. Das ist ganz schlecht. Ja, ihr wackelt schon ganz schön. Aha! He's trying to give his pals the slip! Boah, ganze Puls vom Team im orangenen Bereich. Oh, die haben eine schöne Grafikfehler. Zabel! Und hier nochmal Zabel im Blau. Da waren zu viele Fahrer drüber, konnte ich nicht lesen. Ah, da ging nicht ganz ein Drittel gelber Balken weg. Aber naja, wie gesagt, zum Glück, das war der übelste Hügel. Aber das Gelb wieder voll. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. The pace is really hot, so for the moment we shouldn't see too many attacks. Was er gerade gesagt hat. Guck mal das Feld an. That looks like a really bad fall. Ah, hier vorne ist it's a shame, but he's not going any further. Reißpotenzial. The ball has just happened in the peloton. Several riders are on the ground. Oh, the pace is too hot for certain riders. Oh la la, jetzt entsteht hier hinten gerade die Perlenkette. Tja, da ist die Aufgabe. Ja, da hat sich die Knochen gebrochen. Hatten wir jetzt hier mit Zabel noch nicht, aber mit allen meinen anderen Fahrern habe ich schon einen Sturz gehabt, wo ich dann hinterher verletzt war. There's an attack in the leading group. Some riders were not giving it their all in sharing the pace. A couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't have anybody in the breakaway group. Kleiner Hügel und da geht der Puls schon immens hoch. The pack is slowly whittling away the lead. So, ich glaube, den nächsten Hügel bleibe ich noch in dieser Position und dann auf den Abfahrten platziere ich mich weiter vorne.
fällt immer gern so ein bisschen zurück, der Zabel. Die Ausreißer dürften überhaupt gar kein Problem sein. 1,10 nur noch. Und er geht wieder hoch. Kämpfen, Zabel! The lead over the pack is dwindling. Wie sagt man in solchen Situationen im Radsport? Quäl dich, du Sau! Na, hier gehen wir schon fast auf Hälfte runter anscheinend. So, einer noch vorne alleine. Okay, nicht ganz Hälfte. The pack has just reeled in the escape group. Ich bin ganz ehrlich. They really are moving. The pack can't get strung out too far. Ich schick jetzt Ostergaard los. Der soll mir doch jetzt mal Wasser holen. The pace seems much too high for many riders. Oh la la, da sind aber viele weggebrochen. Ostergaard zum Glück nicht. Der lässt sich auch jetzt erst zurückfallen. Oh, kleine Gegensteigung hier. Oh, ob Ostergaard das noch schafft. Aber vielleicht kommen wir ja auch so durch. 31 Kilometer, das könnten wir vom Wasser ja auch noch so schaffen. The tempo has slowed down. Something might be cooking. Ihr macht was zu essen? Ich habe auch Hunger. Also nach dieser Folge werde ich auch essen. So, gut platziert. Hier bleibst du stehen, Zabel. A fall just took place in the pack. Several riders are on the ground. Nächster Sturz. Gelb ist full. Das sieht nicht schlecht aus. Also, Ostergaard schon. Wunderbar. Alles geklappt. So, der ist jetzt nochmal nicht ohne. Der letzte müsste eigentlich easy sein. Der ist so klein. The riders have upped the pace. So, ich denke mal, du kannst dich verabschieden. Das war's für dich. Dankeschön. Du verabschiedest dich auch schon mal. Ich bin einmal noch. Boah, das ist ganz schön weit hinten. Nö, dann nehmen wir uns hier Ostergaard. Die letzten 20 sind angebrochen. Den Sprint sprinte ich auf jeden Fall nicht mit. Ich habe da keine Lust, meine Energie zu verschwenden. The riders have taken their foot off the accelerator. Either they're getting a bit hot or they're saving themselves for the final dash. Boah, Bettendorf muss jetzt aber glaube ich so langsam mal rein. Du hast ja so. Only 15 kilometers left. Auch ausruhen. So, wir knallen uns hinter Bettendorf. So, und den Sprint hinter sich gebracht. Na, wo bleibt Zabel? Da kommt er. Things are hotting up at the front. Dann greifen sie nochmal an. Hey. There are just 10 kilometers left. Jetzt fällt Bettendorf so weit zurück hier.
Ich habe jetzt schon mehr wie 89 fahren kann. Wow, that's one attack that's going to leave a good few in its wake. Das sieht noch ganz gut aus bis jetzt. Da greifen wieder welche an. The pack is back on level terms with the breakaway group. Wir sind wieder dran. Boah, ja, da brechen sie zusammen zum Glück, weil Alter, ich weiß nicht, oh, da greift der nichts an. Noch sich hier noch die Punkte holen. Ohlala, ey. Jetzt hab ich den da vorne noch kriegen. Das wird knapp, ey. Those guys up front aren't going to be making too many friends today. Ich brauch mal kurz eine Pause. Ah, da sieht man leider nicht, wie der im Sprint ist. Bei dem auch nicht. Der ist gut. Aber wir sind auch schon fast da. Bettendorf ist leider im Sprint ganz schlecht, ne? Ja, das ist er. So, nochmal Pause. 1,3. Du machst nichts mehr. Ich sprint, glaube ich, los. Ich habe gut Energie. 7. Den krieg ich nicht mehr. Leider nicht geschafft, ey. Nur Zweiter. Und ich hätte noch so viel Energie gehabt. Scheiße, scheiße, scheiße. Und natürlich selbst für ein Hügelrennen zweiter Platz für Zabel nicht schlecht ist. Okay, die beiden sind auch schon im Ziel. Bin mal gespannt, ob es irgendwelche größeren Lücken gibt. Dort ist es zu Ende. Ist auch wieder diese Kurve vorm Ziel. Ich hasse diese Kurven. Man sprintet da nämlich nicht durch hier. Dann macht er nochmal so eine kurze Bremsung. Weil ich denke mal, also ne, wenn diese Kurve nicht gewesen wäre, sondern es gerade ins Ziel reingegangen wäre, dann hätte ich den noch gekriegt. Bin mir eigentlich ziemlich sicher. Naja, aber man kann nicht immer gewinnen. So, gibt's denn irgendwo eine Lücke? Na, erst hier hinten bei 81, ansonsten alle in derselben Zeit. Also werden wir uns wohl nicht großartig verbessert haben. Naja, 6 Sekunden. Zumindest auf dem vierten. 7 Sekunden hinter dem ersten. 6 Punkte beim Sprinter-Trikot. Bergwertung Bettendorf. Naja, da kommt er nicht mehr ran. Ja, und hier sind wir leider auch noch hinter. Und wir wissen auch von dem nichts. Das gab 11 Punkte. Immerhin. Manager ist wieder fast zufrieden mit uns. So, Einschnitt bei Team Vorarlberg und Nova soll Verstärkung erhalten. Die können weg und wir gehen direkt rein in die nächste Hügeletappe. Vuelta läuft auch immer noch. Vielleicht sind wir ja nächstes Jahr schon dabei. Ja, also ich finde, die sieht ein bisschen einfacher aus. Natürlich jetzt nichts unbedingt zu sagen. Ah, seht ihr? Etappensiege sollen wir einfahren. Haben wir jetzt leider zweimal nicht geschafft. Für euch das Magazin. Interview mit mir ist nicht. 5 bester Favorit, immerhin. Ja, bis gleich. To one and all. The profile of the route is a fairly mixed bag. So everybody should find a section to their pleasing. Yo, herzlich willkommen zum nächsten Hügelrennen hier der Deutschlandtour.
Es ist natürlich wieder am Regnen. Also wir sind jetzt wieder im ganz normalen Cycling Manager. Diesmal haben wir leider nur Nuller Form. Besser als Minus. Bettendorf hatte angesagt 3. Okay, der hat immerhin 2 erwischt. Sehr schön. Iversen geht auch noch. Oh, Brandt hat ganz kacke Form. Aber dafür hier Ostergaard hat gute Form. Das ist sehr schön. Ja, du bleibst gleich hier. Ja, ich schnapp ich mir wieder den Brandt. Nee, warte mal, da ist er. Das ist der schlechteste. Du bewahrst Bettendorf und du bewahrst Ostergaard. Jetzt hast du noch irgendwer vorne. Ja, Bettendorf vorne noch ein bisschen. Der muss auch noch ein bisschen vorfahren. Und dann geht's los. Schon ganz gut platziert. Und Action. Da geht's los. A surprise attack. He's probably just trying to force his teammates away from the bunch. Eine Kamera weiter. There's a breakaway. Bettendorf macht überhaupt gar nichts. Iversen ist auch schon relativ weit vorne. Was auch gar nichts. Also zumindest sieht es so aus, oder? Ich könnte mich auch täuschen. So, scheißegal, die sollen auf jeden Fall nichts machen. Da ist richtig Dampf drin. Okay, sind halt auch schon 6 weg und es wollen noch mehr weg. Not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. The little promenade is over. The group has been overhauled. An attack is launched. Hauptsache, bringt uns jetzt hier die Motorräder nicht wieder durcheinander. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ihr könnt ja unten in die Kommentare reinballern. Das ist doch die geilste Kamera überhaupt, oder? Ja, und jetzt gleich nicht mehr. Es sei denn, sie schaffen es jetzt noch wieder irgendwie aus den Fahrern rauszufahren, aber ich glaube nicht. Ja. Attack! It's a good moment to show the team colors! Siehst du hier, Albert, hab ich gedacht, der ist weit vorne, der ist irgendwo ganz hinten. Na, mit dem fahren wir dann nach vorne, wenn wir Wasser holen müssen. Ja, der könnt ihr nicht sehen, da gehen wir wieder runter. The pack is increasing its work rate. Some teams can't be happy with the breakaway. Könnte echt so ein bisschen aus dem Wind irgendwie rausgehen. Things are heating up in front. Gerade Bettendorf. Komm mal ein bisschen zurück. Another attack in the leading group. Die sind immer noch nicht weit weg. Puls vom Feld ist auch noch relativ hoch. Ah, jetzt. Jetzt wächst der Abstand so langsam. A small group of riders are trying to get clear of the bunch. Für die nächsten Angriffe. Haben wir wieder ein gutes Motorrad oder eher nicht? Nein, haben wir leider nicht. Schade. A couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't have anybody in the breakaway group. Das Motorrad ist irgendwo hinter uns. Jetzt scheint es gepackt zu haben. So, ich lasse Zabel erstmal hier hinten. Fahren wir erst ein bisschen später nach vorne. Tire. It always happens at the wrong moment. Basso. Platten.
drei Minuten, dann werden die jetzt wohl noch kein Tempo fahren in Hyrule. Dann können wir die Hyrule auch setzen, sag ich mal. Okay, passiert irgendwas? The Autaunt and the escape group is far from cordial. There are a couple of riders who want to go it alone. Nur alle dicht zusammen. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Ja, im Prinzip quasi genau am Hügel haben wir angefangen, das Tempo zu erhöhen. Na gut, jetzt haben wir auch schon deutlich in den gelben, orangen Bereich rein. Vorne wird es jetzt gleich noch mal ein bisschen steiler. Das letzte Team. Das ist quasi fast genau derselbe Zieleinlauf wie beim vorherigen Rennen. Außerdem so ein kleiner Hügel. Und dann direkt mit der Abfahrt runter ins Ziel. Da gibt es bestimmt wieder Kurven. Wenn ich vorne bin, dann sprint ich schon auf der Abfahrt, glaube ich. So, jetzt eier nochmal nach vorne ein bisschen. Zu erreichen. War, glaube ich, schon ein bisschen viel. Oder? Nee. Genau richtig. The pack really doesn't look interested in following the breakaway. Things have slowed right down. Hier oben auf der Kuppe holst du uns dann Wasser. Dash. Und weiter Zap. Boah, hier vor uns gestürzt. There's a baller in the pack. A rider is flat on the road. Das ist somit der Hauptgrund, warum man hauptsächlich in dieser Kameraperspektive fahren sollte, weil man dann eben ausweichen kann. Aha. Ist ja wieder jemand stürzt. A ball has just happened in the peloton. Several riders are on the ground. Drei Stück. Kriegen wir den Sprint noch? Ja, wird noch nicht da. Da kommen sie. Na, und haben sich's auch gegeben. Jetzt kommen zwei relativ leichte Hügel. Ich meine, wir können das wieder so machen. Hier the front group is disorganized and some riders are exploiting this opportunity to attack. Jo, haben wir die Bergwertung gerade so noch erwischt? Ja, wo war ich? We're into the second half of the race. The riders are going to be more and more on their guard. Hoi. Na, jetzt ist das Tempo aber schon ziemlich hoch. Wir gehen hier schon
fast in den roten Bereich rein. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Ja, Entschuldigung. Nächste Bergwertung. Whoa, there's an attack from inside the breakaway group. Auch gerade so noch erwischt. Ich habe eben kurzzeitig meine Maus nicht gefunden. Deine Zeitwertung. Moment. 4 Sekunden so. Ja, ich denke mal, Wasser brauchen wir erst nach dem nächsten Hügel. We've got just one third of the race left to run. Now is not the time to give up watching. It looks like the pack has bitten the dust collectively, but the riders would seem to be okay to carry on. Da haben sie mal wieder collectively den Asphalt geknutscht. Und die kommen sicherlich auch nie mehr ran. Das kann ich mir nicht mehr vorstellen. Da, gleich sind wir drin. Der Puls ist jetzt schon ganz schön hoch. Und jetzt geht's erst nach oben. Bitte nicht blocken, bitte nicht blocken. Aha, he's trying to give his pal the slip. Geht schon im Sattel. Viertel weggegangen war vom Gelben. Akzeptabel. Akzeptabel hier. So, jetzt geht's nochmal hoch. Ein bisschen. Ja, okay, ein bisschen ist gut. Fast 7. Ich weiß zwar nicht, ob der das jetzt noch schafft. Ich nehme ihn trotzdem. Probieren wir nur studieren. So, jetzt war wirklich ungefähr ein Viertel weg. There's a sustained rhythm at the moment. Some riders definitely won't be able to keep up. There's an attack in the leading group. Some riders were not giving it their all and sharing the pace. Ja, wir sind wieder voll und es geht gleich wieder nach oben. There's a mass crash in the pack, but it doesn't look too serious. The riders are going through a very tough portion with percentages above 10%. Watch out, a team leader is falling behind. Ah ja, geht sogar rot weg. Aber ja, zum Glück, der ist auch wieder vorbei. Och nö. Oh, Leute, ich muss euch hier einen kurzen Cut machen. Es klingelt gerade an der Tür. Bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Weiter geht's. Abstand sieht sehr gut aus. Allerdings, dass es mit dem Wasser klappt nicht. Wir brauchen noch mal eine ganz kurze Pause hier. Ja, der hat sich schon völlig in den Arsch gefahren. Ein bisschen bis zum nächsten Hügel ist noch. Was natürlich sehr ärgerlich ist, dass dieser Halvorsen mit weggebrochen ist.
Den würde ich jetzt lieber holen, Wasser holen lassen. Entschuldigung, ich muss voll rülpsen, ich weiß auch nicht warum. Na, holst du uns mal Wasser, The pack is putting the squeeze on the breakaway. Nee, mit Bettendorf auch nicht mehr mithalten. Brandt ist auch gleich fertig. Ja, bis zum Hügel wird Brandt uns schon noch beschützen können. Ja, ihr beiden könnt schon für euch alleine fahren. Na, zumindest hat Ostergaard die Flaschen schon. Also, dass das Team jetzt, weil ich weggehe, in die Continental abstürzt, das ist echt sehr, sehr traurig. Also, ich denke mal, ihr habt das gesehen. Die haben hier in dieser Saison wunderbare Arbeit für mich geleistet. Da ist die Ausreißergruppe. Die werden keine Chance haben. Ich hoffe mal, dass nicht die Fahrer angreifen werden. Da ist der Führende, ne? Ja. Wir wissen leider nicht über ihn. Ich wollte ihn jetzt eigentlich nochmal beobachten. Jetzt habe ich ihn mal erwischt. Oh yeah, jetzt geht es aber nochmal richtig hoch wieder. Der und Ostergaard wie immer, ne? Hat seine Arbeit erledigt. Dank dir, Ostergaard. Kannst du auch gleich mal den Kapitän beschützen. They really are moving. The pack can't get strung out too far, or it's going to start breaking up. Wo dümpelt denn Bettendorf? Da ist er. Der ist auf jeden Fall besser drauf wie wir. Ostergaard ist auch besser drauf wie wir. Alter, schon hart für uns hier. Puncture. The rider will have to burn some energy to get back into the pack. Ey, aber die beiden haben es wieder ins Feld geschafft. The pace seems much too high for many riders. Hatte ich das nicht schon eingestellt? Ja, der führt hier irgendwie. Entspann dich doch einfach. Well, we can see that the pack is increasing the pace. It's going to be difficult to break away now. Das ist sehr gut für mich, denn ich möchte ja sprinten. Da geht's auch nochmal brutal nach oben. The riders are in a portion above 10%. Boah, über 12. Boah, schwerste Arbeit für Zabel hier. Eieiei, breakaway at the front. The finish line is getting close. The riders have just passed the 15 kilometers road sign. Schon ganz schön weit weg. Ostergaard, ich glaube, da muss noch mal ein bisschen Power machen. Falls du überhaupt noch da vorne rankommst. Du hast es auch hinter dir. Dankeschön. Bettendorf. Schon mal ein bisschen irgendwie mit nach vorne fahren. A couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't have anybody in the breakaway group. The finish line is getting close. The riders just passed the 10 kilometers road sign. The pack has just reeled in the escape group. Ich bin irgendwie auf Zabel führen gewesen. Oh God. Kann man so blöd sein. And they keep on attacking. Anyone that's low on gas definitely won't be able to keep up. Nein, das war natürlich jetzt echt schlecht. Oh God. Das sind so verraffen. Die sind alle im Arsch, ey. Absolut die alle.
There are just 5 kilometers left. Ich brauche jetzt doch noch mal eine Pause. Die beiden haben wieder ein bisschen Energie. 95 oder warte mal, es geht bergab. Komm, machen wir gleich 99. Ostergat ist, glaube ich, sogar ein bisschen besser drauf. Hinterher. Vorne hinterher. So. Das schafft man nicht mehr. Die beiden kriege ich, denke ich mal, nicht mehr. Ihr beiden raus aus der Führung, so Zahl sprinten, aber das wird er nicht mehr schaffen. His aim was to win. Oh, da hat sich dieser Teutenberg doch noch vorbeigeschoben, das kann doch nicht wahr sein, ey. Boah, hätte nicht das hier hinten das Ziel sein können? Oh, das wäre viel besser gewesen. The tailenders are still coming in. Scheiße, 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 ey. Ich habe jetzt nicht ganz auf meine Balken geguckt, ob ich ein bisschen hätte früher sprinten können. Hier, Rick Zabel, 15. gewonnen. Tja, konnten wir wieder keine Etappe gewinnen. Hier, die beiden gewinnen gar nicht. Er hier, er zieht hier noch voll durch, ey. Aus meinem alten Team. Oh, das ist eine coole Kameraeinstellung. Da kann man schön viel sehen. Der ist sogar noch hinter mir. Ah, der ist ein bisschen eher losgesprintet wie ich. Das ist echt ärgerlich, ey. Tja, schade, schade, schade. So, ist denn hier irgendwie? Aha, hier bei Abplatz 30 gibt's eine Lücke. Wir sind der Führende der Gesamtwertung. Juhu! Hey, Führende in der Sprintwertung. Ja, da höchstwahrscheinlich nicht. Na, da ist klar, so auch. Wir haben im Moment 3 Trikots inne. Wunderbar. Naja, viele Punkte gab es dafür trotzdem nicht, ne? Tja, schade, schade, schade. Hättest du ruhig mal ein paar mehr Punkte raushauen können. Jo, und dann haben wir diese beiden Hügeletappen hinter uns gebracht. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ich schalte beim nächsten Mal wieder ein. Bis denne und ciao.